Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Ja, was wir diesmal machen, hat nichts mehr mit Flüssen zu tun, mal ausnahmsweise. Und ja, es geht diesmal um ein Matching. Ein Matching ist erstmal auf einem Graphen, der bipartit ist. Ja, was bedeutet denn das jetzt? Also, bipartiter Graph bedeutet, sagen wir mal, wir haben diesen Graphen hier, der noch keine Kanten hat. Ich färbe jetzt die hier mal ein bisschen ein, so in der Farbe vielleicht. Und ja, das sind jetzt hier die roten und das sind die blauen. Ich weiß, die sind orange, aber rot merkt sich besser als orange. O verwechselt sich so leicht mit O, ihr wisst schon. Gut, so und ja, jetzt nimmt man hier diesen, die Voraussetzung, dass alle Kanten, die wir haben, entweder in Richtung Orange nach Blau sind oder umgekehrt. Also für jede Kante muss gelten, dass sie entweder von einem Orangen zu einem Blauen geht oder von einem Blauen zu einem Orangen. Also so eine Kante hier würde diesen Graph hier nicht mehr bipartit machen. So, Moment. So ist der Graph bipartit, weil jede Kante von einem Orangenen zu einem Blauen geht und oder von einem Blauen zu einem Orangen geht. So, das ist ein bipartiter Graph. Okay. So, und jetzt möchte man ein bipartites Matching. Naja, was ist denn jetzt das da genau? Das bedeutet, wir suchen eine Teilmenge dieser Kanten, die wir hier jetzt genommen haben. Also ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Das hier sind Piloten, ja? Und nee, das sind Lokführer, genau, ist noch besser. Das hier sind Lokführer und das hier sind Züge. Diese blauen hier sind Züge und das hier sind Lokführer. So, und ich mache gerade mal diese Kante hier weg und die unten drunter mache ich auch weg. Das macht nämlich keinen Sinn. So, und jetzt suchen wir ein bipartites Matching. Das heißt, eine Teilmenge von diesen vier Kanten hier, sodass jeder Knoten genau einen Partner hat über eine Kante. Also der hier darf nur mit dem verbunden sein und der hier nur mit einem von diesen beiden. Und wenn der Graph relativ komplex wird, dann wird es relativ schwierig. Dafür gibt es dann auch wieder Algorithmen. Also ihr wisst jetzt, was Bipartit bedeutet und ihr wisst, was ein Matching bedeutet. Nämlich Matching heißt einfach, also bipartites Matching ist was Spezielles. Matching ist einfach nur, jeder Knoten ist maximal mit einem anderen verbunden. Das heißt, wir haben öfters mal sowas dann dastehen. Das heißt, die sind überhaupt nicht verbunden miteinander. Gibt es auch, und man will dann halt diese Teilmenge von den Kanten haben. Damit man zum Beispiel sehen kann, okay, der fährt jetzt mit diesem Zug und der fährt mit dem Zug. Gut. Weil sie halt nicht beides gleichzeitig machen können. Okay, und der Algorithmus dafür ist relativ simpel, denn ihr kennt ihn schon. Man nimmt ganz einfach als Knotenmenge, ich zeige es euch gerade mal kurz, so, die Knotenmenge ist folgende. Jetzt erkennt ihr schon, was es wieder mit Flüssen zu tun hat. Wir haben, so, wir haben hier ein Flussnetzwerk kreiert quasi. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich verschieben. So, und ja, jeder der blauen Knoten ist verbunden mit der Senke und jeder der orangenen Punkte ist verbunden mit der Quelle. Das heißt, die Quelle zeigt auf alle orangen Punkte und die Senke zeigt auf alle blaue Punkte. Und wir geben jetzt den Kanten immer die Kapazität 1, falls die Kante in E' drin ist. E', also ich habe jetzt hier mal ein relativ einfaches Beispiel gewählt. Hier wären jetzt alle Kanten in E'. Man kann auch einfach sagen, wir hätten ganz gerne noch die Möglichkeit, auch aus solchen Graphen ein bipartites Matching zu finden. Das heißt, die sind nicht bipartit von Anfang an und die sind auch nicht so einfach dann zu matchen. Dann einfach wirklich, also sagen wir mal, wir hätten diesen Graphen hier gegeben, dann sagen wir, das hier definieren wir als
Lokführer und das hier sind die Züge. Dann geben wir den Kanten von der Quelle zu den Lokführern 1 als Kapazität und geben allen Kanten von den Lokführern zu den Zügen 1 als Kapazität, aber wirklich nur denen. Oder umgekehrt natürlich von den Zügen zu Lokführern geht auch, ist egal, welche Reihenfolge ihr da nehmt. Aber wir geben dieser Kante hier Kapazität 0, denn sie geht ja, sie ist ja nicht bipartit, sie geht ja von Lokführer zu Lokführer, das macht dann also keinen Sinn. So, diese Kante kriegt dann logischerweise auch Kapazität 0, die kriegt wieder 1, die kriegt wieder 0, die kriegt 1, denn sie gehen ja wieder hier zu, nicht 4, 0, 1, Entschuldigung. So, die geht zur Senke, die kriegt 1, die geht auch zur Senke, kriegt auch 1. So wird es zugewiesen. Und dann lassen wir einfach Ford Falkerson drüber laufen oder irgendwas anderes, was uns den Fluss maximiert. Und wenn wir hier einen maximalen Fluss dann gefunden haben, also ich würde mal sagen, den Ford Falkerson, den führe ich euch jetzt nicht nochmal vor, sonst wird das ein bisschen hässlich. Aber ihr könnt ihn gerne mal selber durchlaufen lassen mit dem Graphen. Und wenn wir dann hier am Schluss kriegen wir dann einen maximalen Fluss raus. Das heißt, wir kriegen auch die Kanten, an denen der Fluss 1 ist. Denn wir können ja nicht mehr machen. Nirgendwo geht mehr als ein Fluss. Denn die Kapazität ist maximal 1. Sie ist entweder 1 oder sie ist 0. So. Und jetzt nimmt man einfach alle Kanten, die am Schluss die Kapazität 1 haben, den Fluss 1 haben. Was jetzt zum Beispiel mal, also ich tue mal so, als hätte ich Ford Falkerson durchlaufen lassen. Dann hätten wir hier eine 1, hätten wir hier eine 1 und ihr seht schon, beschränkt ist es dadurch, dass wir nur zwei Lokführer haben. Das heißt, wir können maximal 1 dann haben. So, dann sagen wir, hier ist eine 1 bei rausgekommen. Dann muss logischerweise auch hier eine 1 bei rauskommen, weil das ist die einzige ausgehende Kante. Dann ist hier eine 1 bei rausgekommen, hier eine 0. Bei denen, wo 0 dran steht, mache ich jetzt gar nichts. Hier ist eine 0. Hier, ne? Hier ist eine 1, hier ist eine 0 und hier ist eine 0. So, das macht Ford Falkerson jetzt für uns, denn den haben wir ja schon, den kennen wir, den mögen wir und der ist toll. Ich sehe gerade, ihr seht es gar nicht komplett. Deswegen schiebe ich mal diese Kapazität ein bisschen weiter nach darüber. So, und ja, jetzt nehmen wir einfach all diese Kanten, die wir hier durch Ford Falkerson gekriegt haben, löschen wieder die Quelle und die Senke raus mit all ihren zugehörigen Kanten. Also wir löschen das, wir löschen die und alles, was Kapazitäten, was Fluss 0 hat, löschen wir auch. Also das und das löschen wir, das löschen wir, das löschen wir, das, das und das und alles von der Senke natürlich auch noch. Also das, das und das. So, und wir haben unser bipartites Matching. Wir nehmen einfach alle Kanten, die nichts mit Quelle oder Senke zu tun haben und die am Schluss den Fluss 1 haben. Und dann bekommen wir ein bipartites Matching. Sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt es verstanden. Ansonsten mal selber ausprobieren, ist wirklich sehr hilfreich. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.